Herzlich willkommen im K40-Keller. Ein bisschen spät dran, aber hier ist nun mein Video zum X-Tool S1. Vor vielen Wochen hat X-Tool mich gefragt, ob ich an der Beta-Testgruppe für einen neuen Laser teilnehmen möchte. Und natürlich habe ich ja gesagt, weil ich war ja auch neugierig und war das erste Mal für mich. Also irgendwie spannend und naja. Und dann eines Tages stand er bei mir vor der Tür und ich hatte viel Gelegenheit, bei diesem neuen Laser rumzuspielen. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen was darüber erzählen. Euch ein paar Funktionen von dieser Kiste zeigen und ja, ich bin ganz ehrlich wirklich gehypt. Ein Diodenlaser, wie er sein sollte. Ich habe als Beta-Tester den S1 mit einem 20-Watt-Kopf bekommen. Das lag einfach daran, der 40-Watt-Kopf, den gibt es nämlich auch, der war noch nicht erhältlich zu dem Zeitpunkt. Andere Tester, ich glaube vornehmlich Content-Creator, die den S1 vor kurzem bekommen haben, haben den alle mit dem 40-Watt-Kopf bekommen. Mit dem 20-Watt-Kopf hat man eine Gravurfläche von 498 x 330 mm. Bei dem 40-Watt-Kopf sind es 498 x 319 mm. Und was eigentlich so besonders an dem Laser ist, ist einmal, er hat einen Autofokus. Hier mit dieser kleinen Nadel wird das gemessen, das zeige ich euch da gleich mal. Und die Art, wie man ihn positioniert, weil der S1 kommt ohne Kamera, sondern es gibt eine sogenannte Zwei-Punkte-Positionierung. Da sagt man, hier ist ein Punkt von der Fläche, die graviert wird, schiebt den Kopf dahin. Aber das zeige ich euch gleich alles in der Software mal im Detail. Und auch der dynamische Fokus, dass man runde Objekte gravieren kann. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal genug gequatscht darüber. Ich zeige euch ein bisschen was. Und nachdem wir ein paar kleine Projekte gemacht haben, beantworte ich noch ein paar meistgestellte Fragen zum S1. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem einfachsten und dem neuesten an, der Zwei-Punkte-Positionierung. Das ist nämlich relativ schnell gezeigt. Zuerst legen wir unser zu graviertes Objekt ein und machen mal einen Autofokus. Ganz gut zu sehen ist, dass man in der Software immer wunderbar sieht, wo befindet sich der Laser. Und jetzt markieren wir uns einfach mal den Bereich, wo wir markieren, also wo wir was lasern wollen. Ich sage einfach mal hier oben. Ich könnte jetzt hier hingehen und das gesamte Brett aus. Nee, machen wir aber mal. Ich mache das ganze Brett hier raus. So, ist gut. Und sagt mal von da. Drückt man hier vorne einmal drauf. Position 1. Position 2. Fertig. Und jetzt sehe ich in der Software, das ist der Bereich, wo ich gravieren kann. Jetzt importiere ich mir eine kurze Vektorgrafik. Ich würde sagen, dezent zu groß. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Flächengravur, nehmen wir mal an Leistung. Keine Ahnung. Ich mach mal so. Geschwindigkeit 300 mm pro Sekunde, Leistung 50%. Ach ja, ganz wichtig. Ich lege mal meine Laserschutzbrille hier mit rein, weil die brauchen wir nicht. Laut X-Tool ist der S1 Laserklasse 1 zertifiziert und wir werden geschützt. Wir brauchen keine Laserschutzbrille mehr. So, wenn ich jetzt den Job starte, dann geht der ESS automatisch an und die Gravur wird gestartet. Einmal hier vorne drücken. So, mal schauen. Ja. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Leistung nehmen können, aber ich würde sagen, das hat gut geklappt. Als nächstes machen wir mal den dynamischen Fokus. Ich habe hier so einen Flachmann. Jetzt habe ich gerade nichts zum Fixieren da. Irgendwo habe ich Elefantenpopel rumliegen. Das wird auch funktionieren. In der X-Software sagen wir jetzt hier nicht oben Laser flach, sondern wir sagen hier
Kurvenverlauf. Gut. Positionieren wir mal. Machen wir mal die Kurvenmessung. Ja, von da, das ist gut. Markieren wir den mal, da holt er sich jetzt den Fokuspunkt. Dann wählen wir uns da unten die Ecke an, bis da, so. Also, circa, ne, müsste passen. Markieren uns den zweiten Punkt. Nächsten Schritt. Und jetzt sagen wir einfach mal hier, na, so viel werden wir nicht brauchen. Wir machen einfach mal 4x4 Punkte und dann starten wir die Messung. Haben wir hier in der Vorschau. Ja, jetzt haben wir hier in der Vorschau so ein bisschen die Rundung dargestellt. Wir machen mal alles ganz weich. So, alles klar, schön rund, toll, erledigt. Hier ist unser Bereich, welchen wir gravieren können. Und da importiere ich mal eine kleine Grafik. Die Grafik hat mir die Pinselara zur Verfügung gestellt. Ich verlinke einfach mal ihren Etsy-Shop und in der Videobeschreibung. Danke nochmal dafür, weil ich bin da nicht so kreativ. Fand die Idee aber so ganz lustig. Das positioniere ich mir jetzt hier mal. Mal gucken, ein bisschen reinzoomen. So, also gut. Passt schon. Bei Bild wähle ich mir als Rastermethode Jarvis aus. Leistung nehme ich mal 100%. Und eine Geschwindigkeit von 50 mm die Sekunde. Deckel zu. Und dann starten wir den Job mal. Können wir das sehen? Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ist gar nicht so schlecht rausgekommen, würde ich mal so sagen. Also ich blende euch mal ganz kurz ein, wie der dynamische Fokus arbeitet, wie der Kopf hoch und runter geht. Und dann halt immer den Abstand zum Material anpasst, weil man ja diese Rundung in diesem Fall hat. Und ich würde sagen, das hat gut geklappt. Ob meine Werte optimal waren, weiß ich nicht, aber ja doch. Ah, ist das im Fokus? Das kann ich auf meinem Kameradisplay nicht erkennen. Aber ich denke mal, ne? Hat wohl geklappt. Das waren jetzt so ein paar kleine Tests auf dem neuen S1 und ich hätte jetzt natürlich auch ganz viele andere Sachen zeigen können. Kann ich damit irgendwie so dickes Holz schneiden und dies und das? Ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, wenn ich so einen Laser teste, rauszufinden, wie dick kann das Holz denn sein? Was kann ich damit alles schneiden, weil es einfach nicht praktikabel ist? Aber mein Fazit kommt gleich. Jetzt erstmal vielleicht zu den meistgestellten Fragen zum S1. Ich bin ja sehr aktiv in der X-Tool Deutschland-Gruppe und auch wenn X-Tool eigentlich alle Fragen beantwortet, nach meiner Meinung, in ihrer Vorstellung, bleiben immer wieder Fragen offen und naja gut, und dann gehen wir da einfach mal kurz drauf ein. Eine der häufigsten Fragen ist, muss ich eine Laserschutzbrille tragen? Nein, musst du nicht. Das Gehäuse vom X-Tool ist geschlossen und das Glas filtert Laserstrahlung. Der Laser ist Laserklasse 1 zertifiziert und du brauchst keine Schutzbrille tragen. Dann immer wieder gefragt, soll ich mir den 20 Watt kaufen oder den 40 Watt kaufen? Kann ich vielleicht später nachrüsten? Ja, du kannst nachrüsten, wenn du dich für die 20 Watt Maschine entscheidest. Aktuell gibt es den 40 Watt Kopf noch nicht einzeln zu kaufen. Das wird aber nachgereicht.
Das heißt, wenn du dir jetzt den 40 Watt, die 20 Watt Version kaufst, kannst du später dann den 40 Watt Wattkopf nachkaufen und dann einfach tauschen. Das ist ja auch einer der Vorteile, dass der Kopf einfach getauscht werden kann. Ganz kurz, das habe ich im Video vorher nicht erwähnt. Es gibt auch einen IR-Kopf, falls du Metall gravieren willst oder Kunststoffe mit 2 Watt. Auch der lässt sich einfach tauschen. Ja, einfach mal auf die X-Tool-Seite schauen, wann es da soweit ist. Was ständig gefragt wird, kann ich transparentes Acryl schneiden? Nein, das kannst du nicht. Diodenlaser können kein transparentes Acryl schneiden oder einfach kein transparentes Glas gravieren. Man kann beim Diodenlaser hingehen und beim Glas zum Beispiel was auftragen oder beim Acryl eine Farbe und damit dann die Energie aufs Material bringen, aber letztlich geht der Diodenlaser einfach durch das Acryl, du kannst es nicht schneiden. Dafür ist er nicht gedacht. Dann brauchst du einen CO2-Laser. Der Diodenlaser, auch der S1, kann kein transparentes Acryl schneiden. Böse Zungen behaupten ja, ich hätte mich von X-Tool kaufen lassen, weil ich so positiv über den S1 rede. Aber das ist, Entschuldigung, Grüße gehen an dich raus, Michael, das ist einfach Blödsinn. Ich hatte das große Glück, in der Beta-Gruppe zu sein. Ich konnte den S1 vernünftig testen und damit rumspielen und habe ja auch das große Glück, dass ich schon viele andere Maschinen testen konnte und ausbilden konnte. Und ich kann euch eins sagen, das ist ein Diodenlaser, so stellt man ihn sich vor. Die Einhausung, der ist geschlossen, man kann vernünftig den entstehenden Rauch etc. ableiten. Übrigens gibt es auch einen Luftfilter für den S1, dass man ihn in geschlossenen Räumen betreiben kann. Ich führe das nach draußen, aber der Laser ist einfach so, wie er gebaut ist, er funktioniert. Hundertprozentig. Ich habe daran nichts auszusetzen. Man kann ihn sehr genau positionieren. Es gibt bei YouTube übrigens ein tolles Video von Haron. Müsste man mal schauen, S1 Q-Tip gravieren oder so, dann wird man es wahrscheinlich finden. Wenn ich dran denke, verlinke ich es in der Videobeschreibung. Er zeigt, wie genau man ihn positionieren kann. Man kann also wirklich auf diesen dünnen Streifen von dem Q-Tip etwas drauf gravieren. So genau geht das. Man braucht nicht zwingend notwendigerweise eine Kamera. Also ich finde das jetzt nicht unbedingt so ein Makel. Vor allem bei der 40 Watt Version, auch bei der 20 geht es schon sehr gut. Man kann mit einer sehr hohen Geschwindigkeit fahren. Also 600 mm die Sekunde rotzt der so durch und haut immer noch Energie aus Material. Das schaffen viele andere nicht. Ich bin es auch leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt es nicht, diese offenen Diodenlaser. Die haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn ich die irgendwo mit hinnehmen muss und irgendwo draufstellen muss, wenn es nicht anders geht, wenn ich Riesenobjekte habe, ein Surfbrett, also ein Surfboard, irgendwas, dann kann ich den da draufstellen, alles toll. Das kann ich natürlich mit dem S1 nicht. Aber der S1 ist eigentlich das richtige Gerät, welches man sich hinstellen kann und sicher zu Hause arbeiten kann. Eine Sache, die ich auch noch nicht erwähnt hatte, ist, es sind schon vorinstalliert einige Sensoren. Es gibt ein Feuerlöschsystem, dass der S1 erkennen kann, okay, brennt hier was? Und wenn was brennt, dann wird mit CO2 gelöscht. Auch eine sehr geniale Sache. Was einen nicht von der Pflicht nimmt, dass man seinen Laser niemals unbeaufsichtigt laufen lassen soll. Natürlich nicht. Ne? Wenn der Laser läuft, dann sollte man daneben stehen und aufpassen. Das kann böse enden. Ein Laser ist ja kein Spielzeug. Das ist ein Werkzeug, welches wir benutzen, um unsere tollen Sachen zu kreieren. Aber alleine laufen lassen, das ist ein schlechter Plan. Es gibt sicherlich noch so viel mehr zu sagen zum S1. Aktuell würde ich sagen, für mich und für dieses Video muss das reichen. Ich werde mit diesem genialen Teil noch viele Videos machen, da bin ich von überzeugt. Na, zum Beispiel die Rotary. Natürlich kommt die Frage auf, ist da genug Platz drin für eine Rotary? Ja, es gibt eine Erhöhung, die man kaufen kann. Die habe ich auch hier und dann passt die Rotary wunderbar da rein. Die vorhandene Rotary, falls ihr die schon habt, wegen des F1 oder vielleicht mal gekauft beim D1 Pro, also die EA2, lässt sich mit dem passenden Kabel auch da benutzen. Die Riser Base, welche gezeigt wurde in der Vorstellung, die wird es so in der EU nicht geben, sondern in Deutschland oder in der EU gibt es nur die Erhöhung, welche sich vorne nicht aufklappen lässt. Damit ist auch die Zufuhr für lange Bretter raus. Und das wird es in Deutschland nicht geben, sondern es gibt nur eine Erhöhung, dass ihr größere Objekte gravieren könnt oder dass ihr auch die Rotary benutzen könnt. Aber jetzt habe ich genug gequatscht. Ne? So ein Video geht ja immer doch relativ lange. Da würde ich sagen, erstmal danke fürs freundliche Zusehen und abonniert gerne diesen Kanal. Ich werde da einige tolle Videos machen. Ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen sehr viele Spiegel graviert damit. Das geht hervorragend. Da habe ich einen tollen Tipp für euch. Kommt in einer der nächsten Videos. Und ansonsten alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Ich würde sagen, bis dann.